Als sich der DAX am 6. Dezember letztes Jahr auf dem Weg nach oben machte, dachte wohl kaum jemand, dass er keine 6 Monate später mehr als 15% höher stehen würde. Auf einem neuen Allzeithoch. Aber doch, so ist es passiert. Damit ist er im Schnitt 2,5% pro Monat gestiegen. Das ist eine super Nachricht für die wenigen Aktienbesitzer in Deutschland, aber eine schlechte Nachricht für den Teil der über 2.100 Milliarden Euro, die die Deutschen im kurzfristigen Nullzinsbereich parken und so gerne mehr Aktienexponierung im Nachhinein gehabt hätten. Sicherlich ist ein Einstieg auf diesem Niveau nicht die beste Empfehlung. Aber wenn man sein Geld in viele Aktien streut und gleichzeitig über einen Sparplan auch den Einstiegszeitpunkt möglichst streckt, hat man eine Chance, noch am guten Aktienklima weltweit zu partizipieren. Wie man diese Strategie konkret umsetzt, will ich heute mit dem Geschäftsführer der Comstage ETS, Thomas Meyer-Zutrewa, besprechen. Guten Abend, Herr Meyer-Zutrewa. Guten Abend, Herr Timmermann. Sie sind ja führend in Deutschland mit den Comstage-Sparplänen. Was sind denn die beliebtesten ETFs? Dazu haben wir Ihnen eine Übersicht mitgebracht. Es ist keine Überraschung. An erster Stelle der MSCI World, ein sehr breit aufgestellter Index. Wir sind hier in Deutschland, der DAX natürlich. Dann gibt es viele deutsche Anleger, Sparplananleger, die über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Deshalb der Stoxx Europe 600, die 600 größten Unternehmen hier in Europa. Der S&P 500, der natürlich in den letzten Wochen stark im Fokus stand und den amerikanischen Aktienmarkt abbildet. Und dann interessanterweise ein ETF-Dachfonds, der Vermögensstrategie-ETF. Was steckt dahinter? Es ist ein ETF, der wiederum in ETFs, zurzeit 11 ETFs investiert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der DAX ganz oben steht. Was steckt denn hinter dem MSCI World ETF von Comstage? Der MSCI World beinhaltet 1650 Werte aus 23 entwickelten Industrieländern. Also die Länder, die wir alle kennen. Natürlich ein Schwergewicht in den USA. Deutschland hat ein Gewicht von 4%, aber Sie finden genauso Frankreich, Sie finden genauso Japan. Und Sie finden natürlich sehr bekannte Aktien wie Apple, Microsoft, also alle diese Weltmarktführer. Der DAX-ETF ist ja dann viel kleiner eigentlich, was die Aktien angeht. Kriegt man da auch die Dividenden? Auf jeden Fall bekommt man dort die Dividenden, weil es ein sogenannter Performance-Index ist, der also die Dividenden, die Ausschüttung der Unternehmen reinvestiert. Übrigens interessant, Herr Timmermann, hätten Sie 1987, als der DAX aufgelegt worden ist, diesen bei 1000 gekauft und Sie sehen heute das Allzeithoch mit rund 12.500, dann hätte das für Sie geheißen, dass Sie 9,01% gewonnen hätten und das Jahr für Jahr, was ansehnlich ist. Dann habe ich leider diesen Zeitpunkt verpasst und viele anderen Anleger auch. Wie kann man denn jetzt konkret ansparen in ETFs? Da empfehlen wir natürlich ganz klar Sparpläne und wir haben viele Sparplanpartner, wo Sie kostengünstig Sparpläne erwerben können und das schon zu geringem Geld. Es sind ja einige hier in Deutschland. Nehmen wir zum Beispiel die Comdirect. Wie funktioniert das konkret? Muss ich dort Kunde sein und was muss ich dann tun? Ja, Sie eröffnen dort ein Konto, ein Depot und können dann, und das ist ein großer Vorteil, bereits ab 25 Euro ansparen. Und das kostenfrei. Das sind Aktionen, die immer wieder angeboten werden. Und deshalb lohnt es sich natürlich auch für den Interessierten, für den potenziellen Anleger, sich immer mal wieder umzuschauen, wo kostenfrei Sparpläne angeboten werden. Also fast keine Gebühren bei den Depots. Man kann kostengünstig rein in die ETFs. Die ETFs selber haben ja auch kaum Gebühren. Mit welchem ETF würden Sie denn ansparen zurzeit? Also für denjenigen, der natürlich damit beginnt, ist der MSCI World schlichtweg der ETF, den man erwerben sollte, weil man sehr breit aufgestellt ist. Und das kann man eben ab 25 Euro. Und darum herum kann man das je nach verfügbaren Mitteln weiter ergänzen. Beispielsweise einen Sparplan auf den DAX, aber auch eben Sparpläne auf verschiedene Themen wie Sektoren. Interessant ist für viele Anleger ja immer wieder der Automobilsektor hier in Deutschland. Aber sie können eben auch in exotischere Länder gehen und beispielsweise das Gleiche mit Schwellenländern tun. Alles klar. Vielen Dank, Herr Meyer-Zutrewa, für Ihre Einschätzung. Meine Damen und Herren, und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend. Comstage Alpha Dividende Plus ETF.
Börsennotierung in Frankfurt, Xetra und Stuttgart. Alle Infos unter www.ideastv.de.